Okay, und wir gehen nach rechts. Ich halte Luft an und rede trotzdem weiter. Erstaunlich. Gehen wir los. Und geben Matchy unsere wundervolle neue Waffe. Hier. Was ist eine Beziehung schon ohne Vertrauen? Stimmt, eine Beziehung ohne Vertrauen ist so nutzlos wie eine Waffe ohne Munition. Du vergisst wohl, dass ein kluges Mädchen stets Ersatzmunition im Hut hat für raue Zeiten. Gehen wir. Mädchen, du weißt nicht was? Ich weiß genau, was ich tue. Beweg dich. Würdest du dir bitte erstmal meinen Fluchtplan anhören? Gibt es Unstimmigkeiten, Kinder? Du wirst uns sofort gehen lassen oder der Lakai ist erledigt. Das ist nicht so clever. Ich lass dich ja ungern gehen, Manny, aber die Dame hier scheint fest entschlossen zu sein. Ich meine es ernst. Okay, er arbeitet eh nicht für mich. Aber ich, dann erschieße ich dich. Tust du nicht. Du bist so lieb, weißt du noch? Bin ich nicht so lieb, bin ich nicht mehr. Du hast es mir abgewöhnt, indem du mich hier eingesperrt hast. Ich werde dich aus deinem billigen Jackett schlagen. Ich werde... Ah. Alles in Ordnung. Sie ist manchmal etwas hitzig. Aber für gewöhnlich beruhigt sie sich, wenn man sie über Nacht wegsperrt. Nein, wie schön. Aber zumindest glaubt sie uns immerhin schon mal, dass sie, wir nicht für ihn arbeiten. Ich hoffe nur, sie hat ihre Waffe noch, was ich aber nicht glaube. Domino! Hey, Sportsfreund. Wie läuft's mit der Flucht? Was hast du ihr angetan? Was hast du ihr angetan? Ich hatte den Eindruck, sie braucht eine kleine, Auszeit. Das ist alles. Ich versuch dann mal weiter zu fliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Dann versuchen wir mal, Matchy zu finden. Eine Auszeit, sagt er. Kann man jetzt hier irgendwas machen? Abgeschlossen. Immer noch. Na gut, geh mal raus. Das ist nicht komisch. Ah. Gut, das war ja einfach. Poxy! Sie zu finden. Ups. Zurück. Ich bin hier. Hey, Matchy. Es muss ein Zahlenschloss sein, aber Manny, es sind keine Zahlen darauf. Du? Der gute Dom hatte es nie besonders mit Zahlen. Dreh doch einfach mal dran. Manny, wo bist du? Rechts. Hey! Rechts. Rechts. Nix. Irgendwer! Ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht so klappt. Ich werde langsam sauer! Und wenn ich das hier. Achso, was ist der nochmal? Ich muss also die entsprechende Kombination irgendwie rausfinden, oder was? Na gut. Kann man vielleicht euch die Kombination entlocken? Kennt ihr die? Wie geht's meinen kleinen, tapferen Soldaten? Sind sie hier, um uns zu retten? Ich arbeite dran. Der Plan hat sich geändert. Matchy ist eingesperrt. Wir gehen ohne sie. Oh, das ist nicht so gut. Der Plan hat sich geändert. Matchy ist eingesperrt. Wir gehen ohne sie. Wir können Matchy doch nicht zurücklassen. Oh Gott, der heult immer, oder? Ihr Kinder, wartet hier unser brave kleiner Ankelitos, okay? Okay. Okay, wir müssen also eine Kombination rausfinden. Eine Links-Rechts-Kombination, was, interessant sein dürfte. Es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ja, das hilft jetzt auch nicht weiter. Irgendwer! Vielleicht war die Kombination falsch. Das glaube ich allerdings auch. Finden wir bei ihm irgendeinen Hinweis darauf? Wo bist du? Wie? Also, wie oft links und wie oft rechts, weil das könnte echt eine ganze Weile dauern. Das ist einfach mal so auszuprobieren. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie oft ich irgendwas nach links und rechts drücken muss. Ich habe ihm nichts zu sagen. Was sehe ich denn hier? Überhaupt nichts. Gut. Links, rechts. Gut, wir haben jetzt vier von diesen, weiß ich nicht, Banderolen links und, dreieinhalb rechts, aber ich glaube, so wird das nicht laufen. Hoffe ich zumindest. Kann man hier links irgendwas machen noch? Nee. Warte mal, gibt das hier irgendeinen Aufschluss vielleicht? Das Ensemble von den Säulen oder von den Banderolen oder von... Nee, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Wir müssen vielleicht jemanden finden, der den Code kennt einfach mal. Im Aschenbecher vielleicht? Im Mülleimer? Leer. Hier bei dem... Achso, Kinderbücher haben wir jetzt gefunden, stimmt ja. Hier in dem Aschenbecher, meine ich genau.
Ich klaue Aschenbecher nur in Bars. Ich verspreche auch, dass ich niemanden mehr mit einer Waffe bedrohe. Das ist, ist super. Ist da draußen jemand? Vielleicht sind auch diese komischen Bolzen, die irgendeinen Hinweis darauf geben. Drei, das ist nicht komisch. Zwei. Es tut glaub ich mir nicht wirklich, leid, aber ich trotzdem aus. Ich nicht vertraut habe. In neueren ich Adventures wäre das übrigens ein Geschicklichkeitsspiel in irgendeiner Form. Ich mache mal nach links. Nach links. Nach links. Und zwar nach rechts. Ich bin's, Matchy. Einmal nach links. Keine Ahnung, warum diese Kombination, aber ist halt so. Manny! Und jetzt? Ich verspreche auch, vielleicht dass ich niemanden mit einer Waffe bedrohe. Ja, das glaube ich auch. Domino, du lässt mich jetzt besser hier raus. Gut, gehen wir erstmal runter. Wir kommen ja irgendwie nicht gerade nicht wirklich weiter. Keine Ahnung, wie die Kombination hier sein soll, bitte. Ich wüsste nicht, wo wir die Kombination jetzt rausfinden könnte. Vielleicht an diesen Leuchtdingern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 links und 2 rechts. Schreib mir mal so wahllos Kombinationen auf, die ich hier so finde. 7 links, 2 rechts. Der Zettel fliegt doch am besten runter. Dankeschön. 7L, 2R. Und wir gehen nach rechts. Nochmal das Förderband. Was macht's eigentlich nochmal, als wir hier waren? Jetzt haben wir hier hingeschoben. Okay, also zurückgeschoben von da, wo wir ursprünglich mal irgendwann kamen. Oh-oh. Und hier ist was? Der Rand der Welt, oder was? Zumindest hier ein Anker. Ein Anker. Hanker. Nein. War das jetzt nicht gut? Oder war das gut? Weiß ich nicht. Alter. Nicht schlecht. Mensch, Gottes. Du bringst die Maschine jetzt zum Laufen, würde ich sagen. Wir dachten, du wärst tot. Was steht hier? L-A-M, Lama, irgendwas? Glottis! Bist du okay? Naja, beim Aufprall tat es etwas weh. Aber wenigstens habe ich mit meinem Kopf ein Blech durchschlagen. Oh Mann, Karnal. Und ich habe gedacht, du wärst tot. Oh Manny, ich hatte so viel Spaß. Hör mal. Ich frage dich, gibt es eine Maschine, die diesen liebevollen Händen widerstehen könnte? Offensichtlich nicht. Sehr schön. Komm, lass uns sprechen. Ich glaube, dieses Schätzchen ist unsere Fahrkarte nach Hause. Oh, gute Idee. Ich habe einfach so aus Spaß an ihr herumgebastelt. Aber die Idee ist gut. Du bist schon ein bisschen seltsam, oder? Brauchst du vielleicht einen monströsen Hammer? Nein, das ist kein Hammer. Das ist der winzigste Hammer, den ich je gesehen habe. Hey, brauchst du einen Hammer? Vielleicht nach dem Essen, wenn ich mir was aus den Zähnen rauspulen muss. Okay, dann nicht. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Also ich weiß jetzt offensichtlich, dass wir hier ein Fluchtgefährt haben. Ich glaube, dieses Schätz... Oh, okay. Das war ja nicht so, ergiebig, wie ich kurz gedacht habe, aber gut. Wissen wir schon mal, dass was hier unten ist. Und wieder hoch mit uns. Kurz überlegen. Kommt mir da oben auch noch hin? Weiß ich gar nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nee, das ist einfach nur parallel aufgereiht, die Lichter. Also sind sie nicht? Warte mal. 2, 1, 2, 2, 2. Na gut. Kommt man da hoch? Man kann, Alter, bekommt man noch alles hin. Das ist wieder so ein Riesengelände. Ja. Was genau ist das hier? Das Büro von außen möglicherweise. Da kann man hoch, okay. Kann man hier rechts lang? Nein. Ja, dann gehen wir einfach da hoch. Und zwar rennen die Leiter hoch, natürlich. Ah, wir sind hier jetzt.
Ich wüsste jetzt gerade nicht genau wo, aber warte mal. Wir können den Kran bedienen. Na genau das wollte ich doch schon immer mal machen. Warum auch immer ich das tun wollte. Warte mal, hier ist das Ding, genau. Fahr doch hier bitte mal nach unten. Ah. Okay, noch ein bisschen nach rechts bedienen. Warum genau kommerziellen Sequenz deswegen? Kann ich dann bitte weiter nach links fahren? Nee, okay, dann hier noch ein Stückchen nach rechts. Und runter? Nee, da kommt keine Sequenz. Da auch nicht. Nur beim Rohr irgendwie. Und zwar immer genau dort. Okay. Wie wär's, mal das kurz beenden, mal hier runtergehen. Und uns das Ding da unten mal angucken. Wo. Ich habe übrigens keinen Schirm, warum wir das gerade hier tun. Oh oh. Das Ding ist jetzt weg, okay? Vielleicht können wir ja hier irgendwie versuchen, mit dem Anker, also das Ding in den Anker zu erwischen oder sowas. Aber das Ding gerade immer komischerweise immer genau nur hier. Und dann das Schiff irgendwie hochzuziehen oder sowas. Das können wir uns das vorstellen. Aber wir brauchen trotzdem noch ein Match dazu. Also wir brauchen noch, wir müssen noch zusätzlich mitnehmen. Kann man hier irgendwie... Komisch, dass das Ding gerade nicht da war. Kann man hier irgendwie weiter nach rechts gehen, noch irgendwas greifen? Nee. Kann man da hinten eigentlich irgendwas greifen? Ein bisschen mehr. Ah. Was? Was ist gerade jetzt passiert? Ach, ich hab mich selber... Ah, das ganze Ding, das hier ist also der Kran. Ich verstehe jetzt erstmal, was ich hier gerade getan habe. Das ist der Kran. Ich bin jetzt einfach nur, habe ich einfach nur umgedreht. Und jetzt auf der anderen Seite der Insel. Also auf der rückwärtigen Seite. Aber ich möchte ungern eigentlich auf den Stein hier reingehen. Entweder zerkleinern die hier Korallen, oder es handelt sich um die größten, hässlichsten Lockenwickler, die ich je gesehen habe. Sehr schön. Kann man das Ganze mit diesem monströsen Hammerblock hier? Das wäre super. Das ist der winzigste Hammer, den ich je gesehen habe. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Sehr schade. Hier kann man also irgendwelche Dinge reintun. Vielleicht sogar Korallen. Gucken wir uns doch mal um, was wir jetzt hier für ein neues Gebiet freigeschaltet haben. Einen Strand mit dem Greifer dementsprechend natürlich. Da ist ein Stein. Dieser Stein ist toll. Den will ich sehen. Lass am besten vielleicht ein bisschen näher rangehen. Also schneller. Geht nicht, dann Rico ist aber so ein. Das ist zwar der Rand der Welt, aber nicht der Rand, den ich suche. Wollt ihr was machen? Ich habe nichts, um ausreichend Hebelwirkung zu erzielen. Okay, nochmal. Ich könnte springen, aber die Wahrscheinlichkeit, im Boot zu landen, ist verschwindend gering. Das mag wohl sein. Noch irgendwas hier? Außer dem Greifer ja selbst? Das Ding sieht schwerer aus als mein letztes Schiff. Das war ein halbes Schiff, was du hattest. Das ist kein tragbares Gerät. Und hier? Bedienen? Das ist kein tragbares Gerät. Schade. Kann man hier vielleicht irgendwas anderes? Oh, guck mal. Ein weiterer Bildschirm. Lauter nichts. Kann man hier irgendetwas Sinnvolles tun? Man kann hier schön entspannt spazieren gehen. Ist ja toll. Willst du da rein? Bisschen baden oder so am Rand der Welt ist immer eine super Idee. Ist zumindest entspannt, kann man durchaus mal sagen. Aber schwimmt nicht zu weit raus, Kinder, weil dann fällt ihr runter. Kann hier wirklich nichts machen, oder? Ernsthaft? Einfach nur einen Sandstrand? Wahrscheinlich kann man hier irgendwas ausgraben oder irgendwas in der Richtung. Wenn jetzt wieder so ein Wegweiser, der ständig die Richtung wechselt, das könnte ich mal überhaupt nicht gebrauchen. So, das war ja toll, dass wir das so konnten. Da vorne kommt man auch nicht hin, oder? Ach, das war dasselbe. Rechts ist das Ding vorne. Ja, ist derselbe Bildschirm. Gut, dann können wir ja wieder hochgehen, weil hier ist ehrlich gesagt nichts, was wir machen könnten. Aber wir könnten, wir könnten versuchen, mit unserem unglaublich monströsen Hammer, diesen Stein dahinter zu zerschmettern.
Dieses wirklich bis da vorne hin, um mir zu sagen, dass es nicht geht, oder? Das hast du drauf. So was machst du. Du siehst es echt durch, oder? Du machst es wirklich. Wir werden keine Freunde, Manny. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Wir werden keine Freunde. Gut, dann gehen wir wieder hier rauf. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen in der nächsten Folge mal eine Lösung für das Ganze zu finden und versuchen die ganzen Bildschirme wie wir zusammenzubringen. Vielleicht finden wir irgendwie Kombination für eine Matches-Zelle. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.